Herr Schumacher, hier auf der Probein, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass wir Zeit haben. Warum genau sind Sie denn hier? Ja, grundsätzlich, weil wir auch hier ausstellen. Meine Weine sind auch hier in der Slowenien-Ecke quasi. Und jetzt will ich mir das mal anschauen, aber wollen wir auch ein paar Accessoires anschauen. Aber da können Sie mir gleich sagen, wo die sind, weil die suche ich nämlich gerade. Meinen Sie jetzt Packaging? Ja, Packaging, aber auch Weinkühler und solche Zubehörsachen. Also Halle 5 kann ich Ihnen dann zum Beispiel an die Hand. Ja, genau. Was, wenn Sie sagen, wo geht der Trend hin, wenn Sie auf Ihren Wein zum Beispiel gucken, was wollen die Leute trinken? Leichter, schwerer? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Wein ist ja, oder überhaupt, vieles ist Emotion. Ich habe mich eher dem verschrieben, wir haben ein breites Portfolio, aber eher leichtere Sachen. Alkohol ist immer ein Thema, der Alkoholgehalt. Ja, es ist aber auch sehr warm geworden, also das macht das Leben nicht leichter. Aber trotzdem halt trinkreife, schöne Weine, die, ja, die Freude haben, aber auch erschwinglich sind. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie zum Beispiel abends zum Beispiel ein Glas Wein trinken oder überhaupt einfach gemütlich zusammensitzen? Trinken Sie dann gerne ein Glas Wein oder was anderes? Oder? Also gut, ich trinke nie alleine, deshalb bin ich auch nie alleine. Nein, Spaß zur Seite. Natürlich gehört das ab und zu dazu oder auch, wenn man essen geht, einfach ein schönes Glas Wein. Das mache ich eher abends, mittags ist nicht so mein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann immer sehr müde werde. Aber abends trinke ich gerne mal einen Weißwein oder auch schon mal einen schönen, kräftigen Rotwein. Sie sind sehr viel unterwegs, international, und die Probein ist ja auch eine internationale Veranstaltung. Was würden Sie sagen, wenn Sie die Länder vergleichen, was den Wein angeht, was die Verkosterei angeht, also alles, was so international ist? Ja gut, ich meine, das Thema Wein ist natürlich etwas, und ich bin ja auch sehr oft in Afrika, habe da ein kleines Hotel, und da muss ich sagen, ist sehr speziell, ja, ganz andere Weine, ganz andere Art, die anzubauen. Australien, also ich habe viele schöne Dinge erleben dürfen durch meine Reiserei und auch sehr große Unterschiede. Was aber auch gut ist, weil ich finde, das ist etwas sehr Persönliches, der Wein, und wie man damit umgeht und was der Boden auch hergibt und so. Und dementsprechend ist es immer wieder schön, neue Dinge zu probieren. Wenn man beruflich mit dem Thema zu tun hat, also nicht nur genießt, ändert sich da was? Nein, also ich finde, das wächst immer, und die Herausforderungen auch, wenn man andere Produkte dann kennenlernt und sagt, Mensch, das hat Sinn, das macht Sinn, wie komme ich da hin, was kann ich aus dem machen, was ich habe. Küvetieren ist ja sowieso ein Sieben-Siegel-Buch irgendwo, was dann irgendwann 2, 3, 5, 10 Jahre später dabei rauskommt. Das sind halt schon Themen, die extrem spannend sind. Ich bin nämlich ganz herzlich und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit hier auf der Probein. Vielen herzlichen Dank. Danke.